Bayerns Finanzen zwischen Schein und Sein. Es ist Wahlkampf. Definitiv ist der Wahlkampf eingekommen. Der Finanzminister war sich gerade nicht mehr ganz sicher. Ist es ein See? Ist es ein Teich in Nürnberg? Er redete etwas vom Kurs, mit dem der Haushalt zu halten ist, mit dem der Haushalt den Kurs vorgeben soll. Aber was macht denn die Staatsregierung? Tatsächlich ganz klar und de facto steuert die Staatsregierung in dem Haushaltsentwurf in alle möglichen Richtungen gleichzeitig. Der Ministerpräsident redet von Schuldenabbau, der Finanzminister will Steuern senken, der Wirtschaftsminister will Großinvestitionen, der Innenminister will immer weiter neue Straßen, der Umweltminister will nachhaltige Entwicklung und beklagt gleichzeitig den hohen Flächenverbrauch in Bayern, aber ohne wirklich was dagegen zu tun. Und das alles, ohne dass es irgendjemandem wehtun soll. Die Staatsregierung ist vielstimmig und dabei nicht einmal ein Chor. Alle Interessen sollen gleichzeitig aber zusammenhangslos zufriedengestellt werden, ohne zu erkennen, dass das einfach nicht möglich ist. Im Haushalt spiegelt sich das auch wieder. Ganz besonders hat man es aber daran gesehen, wie Ministerpräsident Seehofer hier im Landtag eine Bierzeltrede hält letzte Woche. Genau mit dieser Bierzeltrede versucht, wieder seine leeren Ankündigungen von Wildbad Kreuth einzufangen. Draußen bei den Menschen, da hat der Herr Ministerpräsident nur noch eine einzige Hose an, die Spendierhose. Das ist sein Kleidungsstück, damit rennt er draußen rum. Alles wird versprochen. Angefangen, und ich gebe hier keine Garantie auf Vollständigkeit, angefangen beim Uniklinikum für Augsburg. Abgespeist werden die Augsburger dann allerdings mit einem Rettungshubschrauber. Die Uniklinik kann ja nicht kommen, das ist dann doch zu kostenintensiv. Völlig schwachsinnig, dieser Rettungshubschrauber, wenn man sich jetzt die Karte anschaut. Dann gibt es einen absolut blank weißen Flecken in Mittelfranken. Wenn man ihn ein bisschen weiter nach oben gesetzt hätte, dann wäre auch Mittelfranken abgedeckt gewesen. Aber Augsburg hat ein Trostpflaster gebraucht. Ansonsten gibt es neue Straßen, dort, wo man gerade Veranstaltungen hat, dort, wo man hinkommt. Hier und da wird was versprochen. Es hat auch mal kurz, die Studiengebühren sollen abgeschafft werden, so vor der Sommerpause. Hat die eigenen Leute massiv überrascht. Manche wussten es noch gar nicht, als es schon die ganze Presse wusste. Dem Flughafenhof, es wird weiter abgehoben vom Flughafenhof, ganz egal, wie viel Geld in diese Art Regionalförderung und wirklich mit ganz großen Anführungszeichen diese Regionalförderung kostet. Und schließlich wird dem Münchner bzw. dem Bayerischen Rundfunk nach einem wunderschönen Konzert in Berlin ein Konzertsaal bzw. dem Rest in Bayern genauso viel Geld versprochen, wie dieser Konzertsaal kosten soll oder kosten würde. Jetzt kommt aber gleichzeitig auf einmal, nachdem er die Spendierhosen immer draußen anhat, der Sparkommissar daher. Ich würde mal sagen, ein neuer PR-Gag, nichts weiter. Und zwar nicht deswegen, weil es nicht erstrebenswert ist oder wäre, Schulden abzubauen oder schuldenfrei zu sein. Es ist natürlich ein hehres und ein tolles und ein erstrebenswertes Ziel auch unserer Haushaltspolitik. Nachhaltige Haushaltspolitik muss aber eben eigentlich und Haushaltspolitik allgemein vor allem eins sein: ehrlich und transparent. Das sind die Grundsätze des Haushalts. Mit Ihrem sogenannten Sonderprogramm Aufbruch Bayern, was meistens nur Hausaufgaben erledigt, wenn man sich's genau anschaut, und im Auftrag an eine Werbeagentur, die ziemlich gut und ziemlich bekannt ist, machen Sie aber nichts anderes mehr als den Haushalt zu einem Produkt, das man vermarkten und verkaufen soll, verkommen lassen hier. Es ist nichts mehr dahinter. Also jetzt mal eben wieder die Ankündigung aus der Westentasche, den Schuldenabbau bis 2030. Die eigenen Beamten ziemlich überrumpelt, nehme ich an, zumindest diejenigen, die seriös und ernsthaft im Finanzministerium rechnen. Aber es ist ja auch nicht so wichtig, das Konzept. Konzept braucht man nicht, das wird irgendwann geliefert, das soll der Finanzminister dann irgendwann eben ausrichten und wieder bis zum Sommer halt dann vorlegen. Dieses ultimative Versprechen, bis 2030 ist Bayern schuldenfrei, das kostet knapp 2 Milliarden Euro Schuldentilgung pro Jahr. Und es ist auch wirklich erstaunlich, jetzt muss ich noch mal auf die Regierungserklärung letzte Woche hier eingehen,
wie man hier stehen kann, eine Regierungserklärung von einer knappen Dreiviertelstunde machen kann und die ganze Zeit tatsächlich nur von 20 Milliarden Euro Schulden redet. Es ist eine Unverschämtheit. Das ist wirklich nur eine Lüge. Man lügt die Menschen an. Es sind nicht 20, es sind 30 Milliarden Euro Schulden. Und es sind Tatsachen, die lassen sich nicht wegreden, nicht verleugnen und auch nicht verschweigen. Ganz im Gegenteil. Wie sieht die Realität aus? Es ist so, die Staatsschulden haben sich von 24 Milliarden Euro 2008 unter einem Ministerpräsidenten Seehofer, auch wenn er nicht ursächlich daran beteiligt ist, unter einem Ministerpräsidenten Seehofer haben sich diese Schulden auf weit über 30 Milliarden drastisch erhöht. Nicht zuletzt oder eben wegen des Landesbankdesasters, was allein von der CSU zu verantworten ist. Das rot-grüne München hat übrigens in der gleichen Zeit Schulden deutlich reduziert. Das war aber jetzt eine schwache Reaktion. Dagegen hier auf bayerischer Ebene Konzept, wie das... Das ist keine Behauptung, Sie können es nachlesen, wenn Sie wollen, Herr Kollege Thalhammer. Konzept, wie soll das denn gehen mit dieser Schuldentilgung? Fehlanzeige, ein ehrliches Konzept gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Wer kann bitte einigermaßen Steuereinnahmen, Ausgaben oder wirtschaftliche Entwicklung für die nächsten 20 Jahre vorhersagen? Es kann einfach niemand. Ganz im Gegenteil, das ist vorhin auch schon kurz angesprochen worden, die meisten hier treibt doch eher die Angst, ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit Europa? Was passiert mit den die Verpflichtungen, die wir jetzt als Deutschland schon eingegangen sind, eben in und für Europa, was passiert damit? Fakt ist, die Lage in der Weltwirtschaft und vor allem in der Finanzwelt ist labil und das kann niemand von der Hand weisen. Aber die Staatsregierung macht sich's einfach. Sie hat schon einen Schuldigen gefunden. Bayern zahlt zu viel in den Länderfinanzausgleich und deshalb werde Bayern klagen. Seit Jahren kommen diese Drohungen. Statt vielleicht einfach mal ein Konzept vorzulegen. Eine Staatsregierung hat ein Wahnsinnsapparat. Wo ist denn Ihr Konzept? Klar ist, kein Bundesland verschenkt gerne etwas. Übrigens auch nicht die Bundesländer, aus denen die ganzen Abiturienten und Fertigstudierten zu uns nach Bayern kommen, weil da haben wir einen Import, der massiv ist, der uns hier kosten würde ohne Enden, wenn wir es in die Bildung stecken würden endlich. Rechnen Sie es doch mal aus, bevor Sie schreien, Herr Miller. Aber es gibt ein Grundgesetz, das Ländern einen Finanzausgleich vorschreibt, genauso wie es innerhalb Bayerns einen kommunalen Finanzausgleich gibt. Und ich glaube, den würden Sie auch nicht aufkündigen wollen. Aber es kommt ja noch viel besser. Genau dieser Länderfinanzausgleich ist nach Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu zwischen dem Bund und den Ländern ausgehandelt worden. Und zwar genau mit und Zustimmung dieser CSU-Staatsregierung damals, aber namentlich vom Herrn Ministerpräsidenten Seehofer, damals noch nicht Ministerpräsident, zugestimmt worden. Also... Zugestimmt in Berlin, zu Hause kam man an und sagte, wie toll man verhandelt hat. Es ist ein ganz neuer, toller Länderfinanzausgleich. Man hat all das durchgesetzt, was man gerne durchsetzen wollte. Der Länderfinanzausgleich ist nicht nur verfassungsfest, sondern ist auch eben von den Bayern verhandelt und unterschrieben worden. Deshalb ist das Geschrei, was es hier jetzt gibt, dass Bayern dagegen in Karlsruhe klagen werde, nichts als populistisches Geschrei. Man sucht eben schon mal nach den Schuldigen für die PR-Nummer, für den Rohrkrepierer Bayern schuldenfrei. Ganz kurz komme ich noch auf die beiden anderen Punkte, die in den Raum geworfen wurde. Der Ministerpräsident hat es ja letzte Woche auch angesprochen, aber der Herr Söder heute noch mal. Also Abbau im öffentlichen Dienst ist die große andere Nummer. Es gibt ja nur drei Säulen für diesen Schuldenabbau. Wir haben ehrlich gesagt nichts dagegen, aber bitte nicht auf dem Rücken der Beamten. Sondern dann sagen Sie ehrlich, wo Sie abbauen wollen und was nicht mehr vom Staat zu leisten ist und was nicht mehr der Staat leisten kann. Das ist Ehrlichkeit und Redlichkeit. Und tun Sie nicht so, als wenn es niemandem wehtun würde und als wenn es nicht eine Arbeitsverdichtung bei den Beamten wäre. Dritter wichtiger Stützpunkt beim Schuldenabbauplan ist ja die Landesbank. Geschätzt war die Landesbank mal 8 Milliarden Euro wert. 10 Milliarden Euro sind dann reingeschossen worden, um sie zu stützen. Damit sind wir bei 18 Milliarden Euro.
Und da reden wir noch gar nicht von den Zinsen, die hier ständig anfallen, ganz konkret ungefähr 300 Millionen, gut 300 Millionen im Jahr. Am Ende dieses Jahres, am Ende 2012, werden es 1 Milliarde Euro sein, die wir gezahlt haben. Also selbst wenn Sie von irgendjemand oder durch Verkäufe rauskriegen 3 bis 5 Milliarden Euro bei der Bank, dann ist es ein Verlust, eine Vermögensvernichtung von 13 Milliarden Euro. Schiefe Rechnung, sehr schiefe Rechnung. Statt sowas wie den Schuldenabbau bis 2030 in den Raum zu werfen, würde ich mir wirklich wünschen und ganz einfach wirklich mal anregen, dass Sie Ihre Arbeit hier ordentlich machen, stellen Sie den Haushalt rechtzeitig auf. Stellen Sie als Staatsregierung ihn auf und lassen Sie dann aber bitte auch die Legislative Ihre Arbeit machen und nämlich das Budgetrecht wirklich und ernsthaft wahrnehmen. Lieber Herr Seehofer, er ist ja leider nicht da, hat, glaube ich, über Facebook oder Twitter verkünden lassen, dass er verschnupft und krank ist. Aber vielleicht können Sie ihm ja mit den Genesungswünschen das überreichen. Ihre mehr oder weniger Regierungserklärungen zum Haushalt, bevor der Haushalt... Lieber Herr Seehofer, Ihre mehr oder weniger Regierungserklärungen zum Haushalt, bevor der Haushalt überhaupt in dieses Hohe Haus eingebracht ist, zwingt uns zu absolut absurden Vorgängen in der Fraktion. Bevor die erste Lesung hier überhaupt ist, machen wir eine Menge Änderungsanträge und müssen die Änderungsanträge machen, um den Zeitplan einzuhalten. Es ist eine Missachtung des Parlaments. Es tut mir herzlich leid. Unsere Änderungsanträge, mit denen wir unseren Haushalt gestalten würden, würden den Haushalt ehrlich, nachhaltig und gerecht machen. Und ich kann Ihnen auch sagen, liebe Kollegen und Kolleginnen der CSU und der FDP, seien Sie doch mal ein bisschen weniger die Dagegenpartei oder die Dagegenparteien und stimmen Sie den Anträgen zu. Wir könnten früher und effektiver bei unseren Zielen sein. Stichpunkt Krippenausbau und Energiewende sind die großen. Aber der Kollege Peuthen hat es vorhin auch angesprochen, nicht nur die Freien Wähler haben Anträge zum Stammhaushalt gemacht, die Sie jetzt exakt übernehmen. Mit der gleichen Summe wird es eingestellt, etatisiert. Es ist genau unsere Anträge von vor einem Jahr. Wir wären schneller dran, unser Erfolg, aber wir wären schneller dabei. Ein Beispiel muss ich aber leider hier herausgreifen. Also jetzt nach dem Tod des Staatsanwalts in einem Gericht heben Sie die Wiederbesetzungssperre beim Justizwachpersonal auf. Ich möchte wirklich nicht weiter darauf eingehen, aber eins, die Wiederbesetzungssperre ist nicht für irgendwas geeignet, für 0,0. Weder zum Sparen noch für irgendwas anderes. Und eine gescheite Personalpolitik ist es sowieso nicht. Braucht man die Stelle nicht, dann ziehen Sie sie bitte ein. Aber von der Aufgabenkritik her eben. Und nicht, um vermeintlich Geld zu sparen oder den Haushalt zu konsolidieren. Es ist absurd. Ganz abgesehen davon, dass in der Justiz die Personalkosten ja fast die Ausgaben decken. Es gibt ein Recht, auch ein Recht wirklich auf Rechtsstaatlichkeit, auf gut und zügig durchgeführte Gerichtsverfahren in diesem Land. Dieses Recht hat auch die Staatsregierung und bei der Haushaltsaufstellung zu beachten. Wir werden deswegen wieder Änderungsanträge stellen, um die Situation vor Ort in der Justiz zu verbessern. Ganz zu schweigen im Steuerbereich. Hier würden die Stellen, die nicht besetzt sind durch die Wiederbesetzungssperre, ja auch Geld bringen in dreistelliger Millionenhöhe. Also folgen Sie ja auch unserem Teil des Haushaltsgesetzes und heben Sie die Wiederbesetzungssperre auf. Wir hatten den Antrag schon zum Doppelhaushalt, zum Stammhaushalt gestellt vor einem Jahr. Wir werden ihn wieder stellen. Genauso wie ich die CSU-Fraktion nur ermuntern kann, es gab ja so einen ganz kleinen Versuch bei Kreuth, in Kreuth, nehmen Sie das Recht, das Königsrecht des Parlaments wahr, Herr Schmid, nehmen Sie es Recht. Sie haben ja so vehement es verteidigt dem OEH gegenüber, dass es eben das Recht des Landtags ist, das Budgetrecht. Wir wollen den Pensionsfonds bedienen und wir haben es auch schon vor einem Jahr zum Doppelhaushalt gefordert. Und wir können Sie wirklich nur auffordern, machen Sie mit, folgen Sie unserem Antrag und bedienen Sie den Pensionsfonds. Wenn Ihnen das jetzt irgendwie vorkommt, wie, ja, das habe ich schon mal gehört, dann ist es einfach in der Rückschau so, Doppelhaushalt 2011, 2012, zu spät aufgestellt, unter anderem durch eine Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Seehofer, zum Haushalt nach hinten verschoben, wieder das Königsrecht missachtet. Aber das war nur eine Verschiebung, eine Woche.
Aber ich frage mich eigentlich, ob die Staatsregierung und auch dieses Haus noch weiß, dass der Haushaltsplan vor Beginn eines Haushaltsjahres zu verabschieden ist. Es ist wirklich etwas schräg geworden hier. Also, letztes Jahr so wie jetzt, der ganze Fahrplan zu spät. Und bei der zweiten Lesung, sicherlich, ja. Bei der zweiten Lesung letztes Jahr war schon klar, dass wir Steuermehreinnahmen von 1,5 Milliarden für diese zwei Jahre haben, 2011, 2012. Das heißt, im Gesetz zum Versorgungsfonds heißt es, die Zahlungen dürfen nur ausgesetzt werden, wenn das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ausgehebelt ist. Es war es nicht. Es war es letztes Jahr nicht. Es ist dieses Jahr nicht. Sie handeln eigentlich rechtswidrig. Tun Sie was dagegen und bedienen Sie den Pensionsfonds. Wie bitteschön wollen Sie denn schuldenfrei werden, wenn nicht annähernd die vielen verdeckten, impliziten Schulden bedient werden? Machen Sie doch erstmal ordentlich, ganz konkret hier beim Nachtragshaushalt Ihre Arbeit, bevor eben stichpunktartig à la Bierzelt Versprechungen gemacht werden. Machen Sie erstmal diesen Haushalt wetterfest. Tatsache, Fakt ist, bei der Aufstellung dieses Haushalts gibt es ein Finanzierungssaldo von 570 Millionen Euro. Das heißt, um 570 Millionen Euro decken sich die Einnahmen nicht mit den Ausgaben. Also weg mit dem Mythos vom hausgeglichenen Haushalt. Es gibt ihn nicht, nicht mal bei dieser Aufstellung dieses Haushaltes. Das zieht sich hier immer durch den Sprachgebrauch. Und ich bin ja einiges gewohnt, Herr Söder, vom ehemaligen Lebensminister. Aber dass Sie vorhin hier gestanden haben, gesagt haben, Sie hatten 7 Jahre in Folge einen ausgeglichenen Haushalt, ohne rot zu werden, das war schon echt der Hammer. Fakt ist, Tatsache ist, die versteckte Verschuldung ist enorm. Eine implizite Verschuldung Bayerns wegen der Pensionsverpflichtungen für Beamtinnen und Beamte beläuft sich auf 100 Milliarden Euro. Das ist nicht etwas, was ich erfunden habe, sondern da gab es eine Anhörung im öffentlichen Dienst, im Ausschuss, sind die Angaben einer großen Bank. Es gab auch die Angaben von anderen, die ungefähr in dieser Größenordnung waren. Es waren sogar mehr, es waren 163 Milliarden Euro. Wir haben sie ein bisschen nach unten geschätzt wegen der Abzinsung. Der Pensionsfonds ist daher eben aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es kann auch nicht um die Diskussion gehen, welche Rendite höher es ist oder nicht, sondern ganz im Gegenteil, wenn der Pensionsfonds, wenn da nicht eingezahlt wird, dann ist das Geld weg, einfach zweckentfremdet, so wie man es bei diesem Doppelhaushalt jetzt gesehen hat. Wer käme denn auf die Idee, die Sozialbeiträge für die Renten abzuschaffen, weil vielleicht die Rendite woanders höher ist? Und dabei ist auch klar, die Pensionslasten fressen eben genau in den folgenden Jahren den Gestaltungsspielraum innerhalb des Haushaltes auf und die Zeche dafür müssen die kommenden Generationen zahlen. Tatsache ist, im Bauunterhalt fehlen mehrere Milliarden. 1999 hat hier der Landtag beschlossen, es müsse ausreichend Geld im Bauunterhalt eingestellt werden. Stattdessen, was macht die Staatsregierung und dann auch eben die Mehrheit des Landtags? Letztes Jahr zum Stammhaushalt wird in jedem Einzelplan um 20% pauschal gekürzt, also genau das Gegenteil von dem, was der Landtag selbst beschlossen hat. Wir fordern eben, den eigenen Beschluss zu folgen, Fehlanzeige. Tatsache ist, die Staatsregierung verlässt die Substanz des staatlichen Gebäudes verkommen. Und ich rede hier überhaupt nicht von der energetischen Sanierung, sondern, das ist ja eine ganz andere traurige Baustelle, sofern Baustellen traurig sein können. Das ist ein frisches Glas hier, weiß das jemand? Nee. Nee. Tatsache ist, das ist der Sparkurs schon. Tatsache ist, die Staatsstraßen entsprechen am ehesten dem, was hier immer wieder mit Aufbruch Bayern angekündigt, vermarktet und verkauft wird. Sie, die Straßen brechen auf, verdeckte Verschuldung von gut 700 Millionen Euro. Jetzt ist ja mein Vorschlag nicht besonders neu. Ich habe ihn schon ein paar Mal gebracht. Setzen Sie noch einfach um. Eröffnen Sie eine reparierte Straße mit weiß-rotem Band. Vielleicht hören Sie zu, Herr Winter. Vielleicht ist das ein Vorschlag für Sie daheim im Schwabenland. Nehmen Sie die Presse dazu, damit Politiker aller Ebenen wirklich eben sozusagen mit großem Tamtam und Presse eine reparierte Straße eröffnen können. Dann haben wir mehr reparierte Straßen und weniger sinnlosen Straßenneubau. Tatsache ist auch, es gibt noch eine Menge anderer versteckter Verschuldungen,
Beispiel bei den Privatschulen, bei den Kommunen etc. Und es gibt auch die Verpflichtungen, die der Staat abgewälzt hat, die eigentlich klare staatliche Aufgabe ist, wie zum Beispiel die Schulsozialarbeit, die man eben auf die Kommunen abgewälzt hat. Vor diesem Hintergrund ist es einfach nur unehrlich und auch unredlich, ein völlig unausgegorenes Projekt wie den Abbau aller Staatsschulden bis 2030 anzukündigen. Danke. Und gleichzeitig, und das ist ja jetzt schon klar und zeichnet sich auch ab, werden Sie mit Wohltaten nur um sich werfen. Angekündigt haben Sie das direkt und indirekt, zum Beispiel indem man auf die Kreditermächtigungen verweist. Knapp 3 Milliarden Euro sind die hoch. Das wäre doch ein erster Schuldenabbau, ein erster Schritt zum Schuldenabbau. Geben Sie die Kreditermächtigungen zurück. Dann ist, wie Finanzminister Söder es selbst bezeichnete, die Kriegskasse, wörtliches Zitat, weniger voll. Ich frage mich, gegen wen, Herr Minister Söder, wollen Sie den Krieg führen? Gegen die Opposition oder vielleicht gegen die Bundeshauptstadt mit Ihren Drohungen wegen des Länderfinanzausgleichs? Ja, das ist die Frage, gegen wen Sie hier Krieg führen wollen. Ganz konkret zum Haushalt, zu diesem Nachtragshaushalt, nach unserem Motto Umschichten nach Grün, den Haushalt gerecht und nachhaltig zu machen. Die aktuellen Zahlen zum Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige zeigen, dass die von der Staatsregierung vorgesehenen Ausgaben definitiv nicht reichen werden und eben einfach nicht reichen werden, um den gesetzlichen Anspruch zu erfüllen. Es fehlen ganz klar 240 bis 60, vielleicht auch mehr. Es kommt darauf an, welche Zahlen wir jetzt zugrunde legen. Es gibt verschiedene von der Staatsregierung, wie weit sie sind mit dem Ausbau. Mal sind es 22, mal 26, mal 28%. Also das ist eben auch noch die große Frage. Es fehlen aber mehrere hundert Millionen, also gut 200 Millionen Euro für den Krippenausbau, um einfach den gesetzlichen Anspruch zu erfüllen. Das ist nicht unser Wunschdenken, es ist nicht, was wir wollen. Es gibt diesen gesetzlichen Anspruch. Wir sagen, wir finanzieren es erstmal gegen mit der Streichung des Landeserziehungsgelds. Und das sagen wir hier auch laut und ehrlich und den Einstieg eben in den Kostenfreiheit des dritten Kindergartenjahres. Nochmal kurz, wenn wir hier so viel Geld in den Ausbau unter drei stecken, dann nicht, weil wir das wollen, sondern weil es ein gesetzlicher Anspruch ist und im Gegensatz zum Länderfinanzausgleich einklagbar und auch mit großen Erfolgsaussichten einklagbar. Bei den Schulen wollen wir den Erhalt kleiner Grundschulen, eine Landschulregelung, damit das Motto kurze Wege, kurze Beine, kurze Wege nicht leer bleibt, sondern wirklich wahr wird. Wir wollen bei den Hochschulen die Studiengebühren abschaffen. Und der zweite Schwerpunkt unseres Nachtragshaushalts, das Thema Inklusion. Da gibt es ja hier einen interfraktionalen Gesetzentwurf, der ist aber leider noch nicht wirklich materiell gefüllt. Deswegen fordern wir zusätzliche Lehrerstellen an Schulen. Auch wenn Inklusion geltendes internationales Recht ist, wollen wir und werden wir die Kommunen nicht im Regen stehen lassen und geben hier eben Hochbaumittel an die Kommunen über den Finanzausgleich. Für die anderen Bereiche der Inklusion brauchen wir nicht besonders viel Geld, weil wir erstmal einen gescheiten und einen ordentlichen Aktionsplan erstellen müssen. Da stehen wir ganz am Anfang. Unser dritter Schwerpunkt, die Energiewende, um einen Haushalt nachhaltig zu machen. Ich muss mich schon fragen, wo bleibt bei Ihnen denn die Energiewende? Das ist hier heute auch schon erwähnt worden. Groß angekündigt war sie ja schon unter den laufenden Haushaltsberatungen zum Stammhaushalt. Das ist ja auch vor Fukushima schon passiert. Dann ist aber nichts eingestellt worden, nicht ein Cent in den Doppelhaushalt 2011-2012. Immer mit dem Verweis auf die Energiewende, die jetzt in Bayern eingeläutet wird. Zur Finanzierung der Energiewende und des Klimaschutzes ist gar nicht unbedingt mehr Geld nötig. Es muss einfach eine Umschichtung vor allem her. Und völlig unseriös ist es, immer in den Raum zu werfen, es kostet 1 Milliarde Euro. Besonders, wenn man es dann nicht mal annähernd reinstellt. Ganz grundlegend braucht man aber eine andere Verkehrspolitik, weil man kann nicht so tun, als wenn die Verkehrspolitik, der Straßenneubau, das Setzen auf Autoverkehr und das Vernachlässigen des öffentlichen Nahverkehrs nichts mit Klimapolitik zu tun hätte. Deswegen bitte verzichten Sie endlich, sehen Sie es ein, auf den Straßenneubau und die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Es spart Geld, Emissionen und eben auch Flächen. Wir dagegen wollen ganz konkret Kraft-Wärme-Koppelung fördern,
für die Moorrenaturierung mehr Geld ausgeben. Da ist ja auch im letzten, im tollen Klimaschutzprogramm 2020 das Geld schon im April 2011 ausgelaufen, auch wenn man dann irgendwo für einen Moor noch was zusammengekratzt hat. Wir wollen endlich die Umstellung von Nachtspeicherheizungen fördern, ein Beratungsprogramm für Kommunen zur Energieeinsparung bei Kläranlagen und der Straßenbeleuchtung. Ganz klar wollen wir kürzen bei der PR der Energieagentur. Zahlreiche Ausgaben, die Sie jetzt eingestellt haben und etatisiert haben im Bereich der Forschung, sehen wir, ist eben Aufgabe der Industrie. Da übernehmen Sie auf einmal von Staatsseite Aufgaben, die wir finden, ist gar nicht staatliche Aufgabe. Richtig peinlich ist es aber, und da habe ich mich schon sehr gewundert, auch sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister Zeil, wenn man auf einmal die energetische Sanierung der staatlichen Gebäude lobt. 2011 waren hier mit dem eben damals noch existierenden Klimaschutzprogramm knapp 40 Millionen Euro drin. Jetzt sind es nur noch 20. Also obwohl eine Energiewende ausgerufen wird, wird hier Geld gekürzt, und zwar 17 Millionen Euro. Dabei reicht es nicht mal hinten und vorne. Wir wollen hier 100 Millionen Euro, sind Hausaufgaben. Das heißt jetzt noch mal ganz konkret, Sie stellen für die tolle, ausgerufene Energiewende 120 Millionen Euro in diesen Nachtragshaushalt. Wenn ich aber die 70 Millionen Euro abziehe, die eben nicht mehr da sind, weil das Klimaschutzprogramm 2020, wer weiß, warum das eben schon 2011 ausgelaufen ist, aber es ist 2011 ausgelaufen, abgezogen ist, dann bin ich eben nur noch bei 50 Millionen, also so ungefähr geschätzt, ja. Das ist also wirklich hier das groß angekündigte, die große Energiewende. Im Bereich Verkehr fordern wir endlich auf den Bahnknoten, also auf den zweiten Tunnel, auf die Stammstrecke zu verzichten mit dem Tunnel, sondern die Stammstrecke durch den Ausbau des Südrings zu ertüchtigen. Ganz wichtig, ganz wenig Geld, aber wahnsinnig wichtig, machen Sie endlich Modellprojekte zur Anpassung des ÖPNV an den demografischen Wandel. Sie schwingen dieses Wort immer, demografischer Wandel, die Herausforderung, aber wenn man dann schaut, was konkret passiert, ist nichts. Das ist eine Kleinigkeit an Geld, aber wir brauchen Modellprojekte, damit wir Mobilitätskonzepte von morgen haben. Und natürlich, aktueller Anlass, eine Forderung muss ich noch mal hervorheben. Hof zeigt, wie unwirtschaftlich so ein Flughafen ist. Und wenn er notwendig ist, wie manche Lokalpolitiker immer sagen, warum wird er dann eigentlich nicht angenommen? Nicht ein bisschen. 440 Euro pro Ticket zahlen wir pro Fluggast, der dafür liegt. Absurd. Streichung der Förderung des Nahluftverkehrs, Rückforderung des Restdarlehen an die Flughafen München GmbH um 250 Millionen Euro, das sind unsere Forderungen. Der bayerische Staatshaushalt muss Rahmenbedingungen setzen, ehrlich und transparent sein. Ein Pseudo-Sonderprogramm Aufbruch Bayern mit massiven PR-Ausgaben braucht es definitiv nicht. Sparen Sie sich lieber das Geld. Es wird übrigens einer unserer Anträge sein. Vielleicht können Sie ja wenigstens ein paar Kürzungsanträgen folgen. Sie sagen ja immer, wir wollen Geld ausgeben. Aber wo wir wirklich ehrlich sind, kürzen, hinschauen, da kommt auch nichts von ihm. Die Öffentlichkeitsarbeit der Staatskanzlei wird massiv gekürzt. Dann greifen Sie ja wenigstens nicht in das Königsrecht, in das Budgetrecht, das Recht des Parlaments ein. Der bayerische Staatshaushalt muss Prioritäten setzen. Wir tun das mit dem Bereich Bildung, Inklusion und Energiewende. Stattdessen werden wir von Ihnen erleben, das hat sich schon angekündigt, es wird eine Priorität Nummer eins geben, Wohltaten mit Blick auf die Wahl 2013, ohne Ende Wohltaten. Priorität Nummer zwei, leere Versprechungen aller Schuldenabbau bis 2030 und dass das dann auch noch generationengerecht ist. Ich sage Ihnen aber auch, wer sagt denn nicht, dass Gerechtigkeit nicht auch innerhalb einer Generation hergestellt werden kann und soll. Vor allem sorgen Sie hier, aber auch in Berlin, endlich für mehr Gerechtigkeit bei den Einnahmen und tun Sie die nicht noch irgendwie massiv und mutwillig kürzen. Stichwort Spitzensteuersatz, höhere Erbschaftssteuer, Sie würden sie ja jedenfalls, Ministerpräsident Seehofer sagt, ganz abschaffen. Herr Söder sagt jetzt irgendwie nur noch reduzieren, aber gehen Sie nicht an die Erbschaftssteuer, gehen Sie nicht an unsere Einnahmen, vielleicht auch Finanztransaktionssteuer, ökologischer Umbau der Einnahmen. Geben Sie sich einen Ruck, seien Sie weniger die Dagegenpartei und stimmen Sie unseren Anträgen zu, sowohl denen der Kürzungen als auch denen der Ausgaben, die nachhaltig sind, und machen Sie den Haushalt nachhaltig, generationengerecht und bildungsgerecht.